Ein herzliches Willkommen zum 18. Part vom Splatfest. Bis 24 sind es immer noch 6 Stück. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen kann. Wahrscheinlich schon, aber weil die Splatoon ist sowieso keine Schlacht wie die andere. Ich reg mich eh immer so herzlich auf. Da ist das Ganze eh relativ lustig. Wiederhören. Okay, das war dämlich. Achso, der hatte den Junior-Klexer. Na ja, gut, dann. Ist nicht so schlimm. Ja, es gibt aber auch relativ traurige Nachrichten, muss ich sagen. Ich glaube, dass mein Team tatsächlich verlieren wird. Weil momentan sieht es auf den anderen Kanälen nicht gerade besonders aus. Ich meine, ich kenne diese einzelnen Nintendo-Kanäle, die dieses Spiel tatsächlich spielen. Das ist ja auch eine Seltenheit, dass das jemand Let's Play, der ja besonders schwierig ist. Man muss sich auf 3 Sachen konzentrieren. Killen, einfärben und Kommentare. Auch wenn man jetzt sagen muss, ich kenne echte Shooter, aber das ist trotzdem schwierig. Und zwar verdammt schwierig. Und was mache ich? Nichts. Hopp. Hopp. Und hopp. Und hoppala. Rauf da. Achtung Leute, 3 zugleich. Ich meine, ich habe schon mal 3 auf einmal ausgeschalten, aber das ist eine Kunst, die ist sehr, sehr begehrt und sehr, sehr selten. Ja, kann ich den vielleicht bitte mal umbringen? Wie oft will er mich noch von... das nervt, wenn die ewig rumtänzeln. Die können sie nicht verhindern, dass sie getötet werden. Ja, auf rumzutänzeln! Das nervt total! Du wirst eh von dem einen! Oh! Ja, gut, das haben wir um 8%. Geht mal wieder der Sieg voran! Jo Leute, weiter geht's. Diesmal haben wir einen Feindisperse im Team. Und einen Rollerheini mit, glaube ich, dem Medusa-Roller oder dem normalen Klecks-Roller. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er sehr nützlich, wenn man so will. Wir spielen jetzt... Ach nee, wir spielen eh ganz normal. Ich dachte vorher, wir spielen wieder gegen unsere eigenen Leute, weil wir schon wieder keine Gegner haben. Weg mit dir. Die ist ins Wasser gefallen. LOL. Aha. Okay, gut, ich mache mir mal nicht drüber lustig, wie oft ist mir das schon passiert. Und jetzt schön im Schutz vom Tintferno vorrücken. Der hat das Tier auch ganz gut im Griff. Ich glaube, die begehen schon langsam nur mehr Suizide.
Okay, der muss sich jetzt aber schon langsam ärgern. Weil Dance ist ja wirklich nicht so stark. Also so stark bin ich nicht. Das ist eh schon eine Seltenheit, dass ich hier sowas abräumen kann. Und ich mache hier einen total auf Camper, aber ich bin gar nicht versteckt. Ich bin hier mitten und offen fertig zu sehen. Komm schon, zeig dich, Arschloch. Ossi, oh, der Name ist aber echt politisch sehr ein Kritikpunkt. Den würde ich nicht unbedingt jedes Mal so oft verwenden. Der ist nicht so toll, wie man jetzt glauben mag. Und jetzt schön einen in die gegnerische Base rein. Okay, das muss jetzt bitter sein. Das muss jetzt bitter sein. Wenn sowas passiert, ist das immer ganz, ganz bitter. Sag mal, warum ist denn da so viel los, Herr? Leute, macht's Meter. Immerhin, ich habe noch die 800 Punkte geknackt. Oh Mann, ich habe definitiv zu viele Parts vorgenommen, aber jetzt möchte ich das auch durchziehen. Ja, ich lade wahrscheinlich eh bis Montagabend hoch, also ja, egal. Ich würde mal sagen, ich glaube am Montag oder Dienstag müsste das Ergebnis feststehen. Bis dahin kann ich ja diese Splatparts hochladen. Ich meine, ja, es ist eh keine Schlacht. Okay, das wird interessant. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt bis auf einen Level 48er nur Gegner unter Level 20 haben. Und somit sind die leichte Beute, es sei denn, der 48er kann sie gut koordinieren. Oder sie sind halt ein eher koordinierter Haufen. Das kann natürlich auch passieren. Bei Level 30ern sieht das schon anders aus, die wissen ungefähr, wo sie hin sollen. Und rüber. Was war jetzt los? Ist doch egal. Naja, aber ich denke, sowas von den anderen Kanälen her so zum Sehen war nicht gerade toll. Aber das beste Splatfest fand ich war ja Katzen gegen Hunde für Europa. Ihr glaubt sowieso nicht, wer gewonnen hat. Also welches Team gewonnen hat. Nein, die Hunde waren es nicht. Es waren tatsächlich die Katzen. Wie auch immer das passieren konnte, weil in Österreich ist ja angeblich der Hund der beste Freund des Menschen. Aber Hauptsache, die haben so haushoch verloren wie noch. Also wie selten in einem Splatfest. Ich war witzigerweise bei allen, wo ich tatsächlich gewirkt habe. Also ich habe nur, ich glaube, 5 oder 6 Splatfests mitgemacht. Aber ich war meistens im Siegerteam. Also was war da? Katzen gegen Hunde, Pizza mit Ananas, Pizza gegen Ananas. Also ich mag eigentlich schon Ananas auf der Pizza, aber muss ich jetzt auch nicht haben. Also ist es nicht so, als hätte ich das jetzt unbedingt notwendig. So, lieber Herr Kollege, jetzt habe ich dir mal den Arsch gerettet. Und wie hast du um die Ecke schießen können? Ich weiß es nicht. Dafür hast du jetzt eine in den Rücken bekommen, was dir sehr, sehr recht geschieht.
weil ich dich sowieso nicht leiden kann. Hoppala, hoppala und zack. Weiter, weiter, weiter. Aber ich denke mal, wir können das trotzdem, auch wenn wir verlieren, zu einem spannenden Finale bringen. Und falls wir es doch irgendwie noch hinbiegen, dass wir gewinnen, dann mit sehr, sehr viel Glück. Aber wie gesagt, Glück ist ein unberechenbarer Faktor. Na gut, nicht ganz, aber... gibt eine ganze Glücksspiel-Wirtschaftssparte. Die nennt sich Casinos. War ich aber noch nie drin und möchte ich auch nie. Bis auf einen von uns sind alle, und ich wiederhole alle, schwächer. Also nein, bis auf einen von uns sind alle stärker als das ganze gegnerische Team. Ja, wir haben ja einen Level 11 drinnen und alle anderen vom gegnerischen Team sind, glaube ich, nie über Level 20 hinausgeschossen. Der nächststärkere von uns ist dann halt der EDU. Keine Ahnung, was der Name bedeutet, wüsste ich selbst gerne. Den Matt haben wir jetzt geknackt. Weg mit dem. Was mit dem Sprenkler? Weil ich da reingefahren bin oder wie? Als ob, ey. Als ob, ey. Ah, warte, ich glaube, da kommt gerade einer. Weg mit dir. Dich wollen wir nicht in unserem Gebiet. Mann, sind wir heute wieder seitenfeindlich. Ja, jetzt hat er mich auch mal umgebracht. Das passt schon so. Mit dem Feind ist Persaneo. Eine meiner Lieblingswaffen. Ja, habe ich zugegebenermaßen sehr lieb gewonnen in den letzten, im letzten Jahr. Vor allem bei der Regionsherrschaft war der immer ein sehr loyaler Diener. Ja, ich habe schon gesehen, dass du da oben stehst. Wirst du zugegebenermaßen deine eigene Blödheit dafür verantwortlich machen müssen. Ach du Scheiße. Yeah. Komm schon. Ich seh dich. Und ich sehe dich wieder. Aber den habe ich nicht gesehen. Komm, Alter, das wird jetzt nicht sein, dass die uns hier einholen mit denen ihren Level. Ich befürchte. Wie konnten wir uns so dämlich anstellen? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Nee, ganz einfach, nee. Ich meine, seht euch die Konstellation an. Und ich habe 10 Leute getötet und bin auf Platz 1. Und dabei bin ich nicht mal der Stärkste hier im Team. Gut, ich bin Nummer 2, aber was soll's. Es ist ja Gott sei Dank Wochenende und bald Schulschluss. Da kann man sich auch schon mal über das aufregen.
David! Ja, der nächste, den ich kenne. Mal schauen, vielleicht stellen wir uns ja diesmal besser an. Ich wäre nur froh, wenn der Level 11 mal rausgehen würde. Oh! Da sind sogar schon welche unter dem 1000er. Ich habe aber immer noch keinen Plan, womit das zu tun hat. Das verstehe ich jetzt bis heute nicht, aber... mit dem Scheißdreck hier. Wie lange hast du bitte gebraucht, bis du mich töten konntest, Kollege? Aber diesmal haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel, viel stärkere Gegner. Also Franz, du stellst dich an wie... Nee. Wie eine Flasche. Was bist du? Du bist Level 30, Kollege. Das kannst du nicht alles mit Verlusten gewonnen haben. Da muss schon auch mal ein Sieg dabei gewesen sein. Ja, nur mit Verlusten würde das anders aussehen. Hopp. Ach, hör doch auf mit deinen scheiß kleinen Bomben, wirklich. Immerhin, ich konnte mein Inferno da drauf füllen und ihn töten und abknallen. Und jetzt gehört die gegnerische hintere Basis wieder uns. Mal wieder. Er wird sicher gleich zum Nachbessern hierher kommen. Aber das ist beim Gegner halt leider auch so. Der hat leider dieselbe Idee gehabt. Und das Blöde ist, wir waren natürlich nicht intelligent genug, dass wir das verhindert haben. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Blödsinn wieder ausbessern. Das Blöde ist, ich kann leider nicht nach hinten gucken. Weil die werden sich ja sicher nicht... Ich hab's gewusst. Aber ganz ehrlich, Leute, seht euch meine Punktezahl an. An mir kann sie ja wirklich nicht gelegen haben. Ich habe nur eingefärbt, der Step. Ich komme hier, glaube ich, sogar noch auf die 1200. Wenn nicht sogar noch höher. Ja, ich komme mitunter sogar auf die 1300, also mir hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Wir hatten diesmal einfach übermächtige Gegner. Ja, viel zu stark. Viel zu stark. Aber zieht euch mal meine Punktezahl rein. Oh mein Gott, die waren sogar schwächer. Und David spielt mit einer Galon. Respekt, das ist eine Dummheit sondergleichen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.